Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Together Ion. Wir sind hier immer noch im Baum. Also ich bin ein Baum und bin hier in Talox, bin ich in Talox drin, in dem Baum? Genau. Also du musst halt nach Moskwas Nest, musst du halt, ne? Ja, das ist eine gute Sache, dass du mir das jetzt mal sagst. Das wollte ich nämlich gerade fragen. So. Genau, okay. So, Moskwas also wie gesagt, alles musst du nicht mitnehmen, ne? Da lang. Aber, weißt du schon, ne? Ist der langsam, der Baum, oder habe ich jetzt irgendwie Dings aktiviert? Wie kann man laufen? Rennen? Hä, hey, geht gar nicht. Du kannst nicht rennen. Ach so, gut, dann habe ich nicht aus Versehen irgendwie wie die Gen-Taste aktiviert. Wollte ich nur wissen. Hätte ich mich nicht verwandelt, hätte ich dann rennen können? Hä? Nee, du kannst hier nicht rennen. Gibt's hier nicht. Gibt nur Mounts halt, ne? Also so. Das Übliche halt, ne, was die MMOs halt bieten. Jo. Ne? Aber wobei hier die Mounts, die sind auch erst, sehr spät halt eigentlich gekommen, muss man sagen. Jetzt habe ich zum Beispiel relativ viele Mods gerade auf mir drauf. Und, kriege gerade auch relativ viel Schaden rein. Oh, ich habe schon die ersten von Shihirs Kraftstein vernichtete, diese Viecher oder sowas, keine Ahnung. Ah, dann hast du aber den Skill halt verwendet, ne? Achso, kann sein, ja. Ja. Naja, dadurch, dass die eh einzeln kommen, kann ich die auch einzeln hauen hier. So schön. Okay. Ich versuche gerade meine TP hier hochzuheilen. Lalalala. Ja, wie gesagt, bei dir darf es nicht wirklich passieren, dass dann halt, dass du halt relativ wenig TP hast und es wird halt auf jeden Fall passieren. Dass du wenig TP hast. Warum? Ich will viel TP. Kann ich die dann draußen behalten? Ja, schön, wenn. Nee, das würde mich aber freuen. Nee. Und das leider ist aber gemein. Finde ich nicht nett. Leider nicht. So, ich bin jetzt schon im Kingreeds Bau. Bist du da auch schon? Keine Ahnung. Warte, muss ich mal auf Karte gucken. Nee. Noch lange nicht. Ich hau mich halt ein bisschen durch hier. Dann laufe ich mal durch. So. Das sind dann jetzt ein bisschen viele. Lalalala. Du sagst gar nichts mehr. Das ist kein gültiges, das ist das falsche Ziel. Oh, die hat sich gemutet. Warum auch immer. Oh, das werden ja langsam viele. Meine Fresse. So, das Ding noch. Eieiei. Ja, keine Ahnung, warum der sich gemutet hat. Wird schon seine Gründe haben. Vielleicht hat er gerade einen Versicherungsvertreter zu Hause. Dann muss er sich mehr muten und jetzt bin ich ganz alleine unterwegs hier. Noch alleiner. Ah, jetzt bist du wieder da. Ja, ich hatte nur einen kleinen Dialog. Sonst redest du mir da wieder rein. Wie immer. Ja, das mache ich immer. Genau. Ja, leider, ja. So. Das stimmt. Jetzt bin ich auch ziemlich niedergeheilt. Plum. Achso, die Tränke nützen hier gar nichts. Ja, nicht viel halt, ne? Ein bisschen was, ne? Ah, Dialog. Tschüss. Eva, seid an diesem Ort besonders vorsichtig. Der Siedepunkt ist erreicht. Kingquit ist ein alter Freund. Doch, ich kann helfen. Aber nur, wenn ihr Kingquit niederstreckt. Um seiner fürchterlichen Macht standzuhalten, braucht ihr die Energie des Kraters. Der gelbe Rauch hebt Kingquits Verteidigung gegen physische Angriffe auf. Der violette Rauch hebt seine Verteidigung gegen magische Angriffe auf. Kingquits Verteidigung ist undurchdringlich. Ohne die Energie des Kraters könnt ihr ihn nicht bezwingen.
Bezwingt, King Quid. Bezwingt meinen alten Freund King Quid. Och, müsste jo, hier auch okay. Relativ selten sein. Wer, ich? Nee, du bist nicht selten. Du bist doof. Ach so. So, jetzt muss ich den blöden King Quid. Wo ist der magische Rauch? Oh, der kriegt ja Hauer. Glaub, das dieses hier. Ziel könnt ihr jetzt nicht angreifen. Ui, krieg ich hier Schaden. Ne, das ist gelb Rauch, verdammt. Lalalalala. Kommt der immer unterschiedlich oder kommt er immer aus einer Seite? Ja, der kann auch manchmal unterschiedlich sein. Aber jetzt bei mir ist er relativ stabil gewesen eigentlich. Hier einen Schaden rein, das ist ja nicht mehr normal. Ich hätte mich vielleicht mal hier heilen sollen, bevor ich hier reingehe. Warte, ich verwirre dich. Jo. Wenn ich sehe, wie du abstinkst. Ah. 32.000 hast du noch. Und lalalalai. Hilfe, ich werde sterben. Oder auch nicht. Mal schauen. Noch kriegt er Schaden. So, also danach muss ich mich, denke ich, erstmal ein bisschen hochheilen. Das hat mich umgehauen. Der Mistzack. Ja, nee, schaffst du, denke ich, schon, ne? Aber danach musst du halt wahrscheinlich schon ein bisschen hochheilen. Ja, muss ich halt ein bisschen hinsetzen. Regeneration ist halt, ja, genau, ein bisschen, Pause bisschen höher, ne? Aber, genau, vielleicht ein, zwei Tränke nebenbei immer mal noch schlucken. Gut, das war ein bisschen intensiver, ne? Aber so spielt das Leben. Ja, oder der King Quilt. Aua, Mistsau. Also noch 20.000. Ja, gleich ist er weg. So, das weißt du doch okay. Nicht. Doch, der ist weg. Doch. So, hab Talok Seele Teil 1 genommen. Okay, ich mach mal kurz Pause hier. Muss mich mal eben hinsetzen hier, das zählt ja nichts. Wo ist denn hinten gewesen? Ja. Lalalala. Ja, ich bin schon. Aber er hat doch hier noch eine Quest, glaube ich. Guck mal. Gucken wir mal. Oder ist die nicht mehr verfügbar? Weiß doch. Nicht. Doch, der hat sie noch. Wer die, wo die, was die? Ja, hier der Heini. Dieser Hyas. Der kommt gleich danach. Ach so. Also ich bin auch nicht viel wirklich weiter. Na dann. Minimal. Und gefällt dir die Instanz? Ja, ist ganz lustig. Also, es hat was für sich. Solange ich überlebe, ist es ganz lustig. Hauptsache ich überlebe. Ja, beim Boss wird es ein bisschen schwieriger dann da oben. Aha. Aha. Ja. Weiß ich schon. Nee. Dachte ich mir. Lalalala. Oh mein Gott. Oh nein. Stirbst du? Nee, das nicht, aber... Warum nicht? Ich möchte, dass du stirbst. Ach, dieses... Vor allem, nimm mal ab und zu einen Trank. Nützt ja gar nichts, diese Scheißtränke. Oh mein Gott. Du kannst mich ruhig Black nennen, das weißt du doch. Krieg Schaden rein, gerade ohne Ende. Ja, ich sehe schon. Ist gut so. Das ist schon okay so. Na komm. Ja. Und bam.
gleich die Butzfaust. Ach so. Hast es geschafft, oder die was? Die sehen irgendwie aus wie du, diese Oktasien. Da kann ich ja auch nichts für. Ja, Leute, es tut mir leid, dass ich hier gerade dumm in der Gegend rumsitze, aber ich muss mich ein bisschen regenerieren, sonst wird das heute nichts mehr. Weil wenn der Dü schon Schaden bekommt, dann bekomme ich ja auch welchen. Und das will ich dann doch ungern, ne? Weil der Typ kann... Na gut, okay, heilen wird ja auch nichts nützen, oder? Nö, geht doch. Geht ja eigentlich. So, ich werde mich jetzt mal heilen. Na gut, dann heil dich mal. Heil dich, heil dich, heil dich, tot. So. Ich sitze hier immer noch auf dem Rauch. Sieht aus, als würde ich pupsen, aber na gut, jetzt ist er weg. Lalalala. 79. Ich kann ja erstmal wieder ein bisschen vor. Gibt's da, wann kommt der nächste Boss, in welchem Level? Ja, es dauert noch ein bisschen. Also wenn ich es jetzt dauert noch ein bisschen, ne, muss halt ein bisschen vorsichtig halt sein, ne? Ja, ja. Volle TP brauchst du eh nicht, aber ist sowieso schwer zu erreichen. Weil du ja immer irgendwo Aggro ziehst und Aggro rein, oder beziehungsweise sagen wir es mal so, du bekommst halt immer irgendwo was reingedrückt, ne? Der Baum ist aber auch scheiße langsam. Meine Güte, deswegen bin ich kein Baum geworden, das ist mir einfach, da habe ich nicht die Geduld für. Zip, 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 zip. Na komm, so. Zack. Bäm und bäm und bäm und bam. Gerade schon wieder gut reingedrückt. Ja, ja. So langsam dort. Jetzt kann ich aber immer laufen. Was ist denn hier los? Achso, wenn ich die Waffen gezogen habe, kann ich rennen? Wie meinst du das? Wenn die Waffen gezogen sind, kann ich schneller laufen als ohne. Echt? Ja. Da stapfe ich nur so vor mich hin und mit Waffen flitze ich halt ganz normal, in normalem Tempo. Das ist kein gültiges Ziel. Okay. Das ist mir eigentlich neu. Na, hast du denn, bist du nicht langsamer, wenn du so durch die Gegend latscht oder was? Nee, nee. Merkwürdig. Bin ganz normal. Also ich habe hier so ein G-Tempo. Dann drück mal X. Ich denke, ich habe kein Gehen angeschaltet. Ich denke, das gibt's nicht. Ich habe dich da extra gefragt. Doch, es gibt hier Gehen. Habe ich den noch extra in der... Ich glaube, in der letzten Folge habe ich den das gefragt. Ja, oder? Ich dachte, hä? Natürlich gibt's hier Gehen. Na, ich habe da gesagt, ich habe vermutlich aus Versehen aktiviert. Müssen wir schauen, welchen... Warte, ich guck mal, in den Shortcuts irgendwo. Muss hier irgendwo stehen. Naja, jedenfalls, ich komme ja auch so voran. Mit dir, Punkt ist das. Punkt. Oder dann... Lalalala. Oder Semikolon oder so. In die Richtung. Ja. Also eins da von da hinten, okay. Ach so, so rennst du die ganzen. Ja, nicht, wie gesagt, ich dachte, das hat ja mir bei. Das hat ja bei dir angefangen. Das, hör auf zu lachen. Ich hab dich die ganze Zeit gefragt. Ich dachte ja nur, das wäre ein Feature hier von der Instanz. Oh, das schneide ich in meine 200er Folge noch mit rein. Ich dachte, das wäre ein Feature von der Instanz, Junge. Außerdem kannst du nicht spoilern. Kommt nicht in die 200er, musst du den 300er dann machen. So weiß ich. Nee. Das kommt nicht in die 200er. Nee. Ach. Aber ich glaube, ich hatte auch eine Szene, die ich in die 200er hätte schneiden können, die aber danach war. Ah, genial. So rennt er rum. Na, nicht viel, also nur Dings, ne? Du rennst so rum. Ich bin so langsam. Und dann sagt er mir, ja, wenn Waffen gezogen sind, bin ich schneller. Ja, und ich habe zu dir gesagt, ob es nicht Gen-Taste gibt. Du hast gesagt, nee, es gibt Mounts.
Du hast mich anders gefragt. Du hast mich gefragt, ob es in der Gentaste geht, ob es, dass du schneller gehen kannst. Nein, ich habe gesagt. Also habe ich verstanden auf jeden Fall. Hey, geht gar nicht. Du kannst nicht rennen. Ach so, gut, dann habe ich nicht aus Versehen irgendwie die Gentaste aktiviert. Wollte ich nur wissen. Ah, du bist ein Rindvieh. Dann hast du es einfach falsch verstanden. Ich habe natürlich gefragt, ich habe aus Versehen Gen aktiviert. Wie mache ich das wieder weg? Nee, das hast du, glaube ich, nicht. Also, so vielleicht war ich auch gerade gemutet. Genau. Keine Ahnung. Das ist typisch. So, ich würde aber erstmal sagen, wir beenden hier die Folge und gehen dann. Oder laufen, je nachdem. In der nächsten Folge weiter. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.